Frauen und Männer sind in ihrem Wesen komplett unterschiedlich. Sie sind biologisch verschieden, sie sind spirituell verschieden, sie denken verschiedenartig und sie haben eine völlig unterschiedliche Wahrnehmung von Umwelt und Sexualität. Jeder, der behauptet, Männlichkeit und Weiblichkeit seien nur antrainierte soziale Konstrukte, der ist ein Vollidiot und sollte auch als solcher behandelt werden. Was aber ist es, das eine Frau antörnt? Was macht sie geil und welche Bedingungen müssen erfüllt sein, um sie für einen Mann in Stimmung zu bringen? Okay, das Ganze ist viel einfacher, als du glaubst und in letzter Hinsicht offensichtlich und ganz logisch. Um die Logik greifbar zu machen, musst du dir als Mann die augenscheinlichen Unterschiede zwischen Mann und Frau zu Gemüte führen. Ich meine die Dinge, die Frauen an Männern unbegreiflich und absurd finden, und jene Dinge, die wir Männer bei Frauen als unbegreiflich grotesk und widersinnig empfinden. Wir Männer sind in Bezug auf Frauen extrem oberflächlich, was natürlich nichts Schlechtes, sondern etwas Gutes ist. Wir werden sofort geil, wenn wir eine schlanke und leicht bekleidete Frau vor uns haben. Ob die Frau intellektuell etwas zu bieten hat oder ob es zwischenmenschlich passt, das ist erstmal völlig egal. Wir blenden das aus und fokussieren uns allein auf die Ästhetik. Denn diese ist der Hauptgrund dafür, dass wir uns selbst als Mann definieren und unseren Jagd- bzw. Fürsorgeinstinkt entwickeln können. Bei Frauen ist das ganz anders. Haben sie einen fitten und athletischen Mann vor sich, werden sie nicht sofort geil. Sie gehen lediglich davon aus, dass dieser Mann, weil er fit und gesund ist, über Selbstbewusstsein verfügt und deshalb in der Lage sein muss, der Frau sowie ihren potenziellen Kindern Sicherheit zu bieten. Die Frau weiß, wenn ein Mann selbstbewusst wirkt, muss er auch über hohes Selbstwertgefühl verfügen. Und je höher das Selbstwertgefühl eines Mannes, desto wertvoller und attraktiver wird er für Frauen. In welchem Moment und auf welche Weise fühlt sich die Frau jetzt aber von einem Mann angeturnt? Ganz einfach. Die Frau wird dann geil und angeturnt, sobald sie weiß, dass sie den Mann anturnt. Einzige Voraussetzung dafür ist, dass sie ein Mindestmaß an Beziehung zu dem Mann hat. Das heißt, sie muss ihn schon etwas kennen, im Idealfall ein paar Worte mit ihm gewechselt haben oder in irgendeiner Form mit ihm interagiert haben. Das rein Visuelle reicht für Frauen definitiv nicht aus. Was auch einer der Gründe ist, warum nur die wenigsten Frauen beim Pornoschauen in Stimmung kommen. Wenn Frauen davon angetörnt werden, einen Mann anzutörnen, dann heißt das auch, dass Frauen den männlichen Fokus auf das Visuelle nicht nur akzeptiert haben, sondern ihn auch toll und zu 100% natürlich finden. Kommen Frauen jetzt also bei jedem beliebigen Mann in Fahrt, den sie ihrerseits in Stimmung bringen? Natürlich nicht. Ein Mindestmaß an männlicher Qualität, das meint vor allem das schon erwähnte Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein des Mannes, ist Bedingung dafür, dass die Frau in Fahrt kommt. Wenn beispielsweise eine heiße Frau am Strand im Bikini an einem völlig verwahrlosten, betrunkenen und nach Erbrochenem stinkenden Penner vorbeikommt und dieser ruft ihr anzügliche Sprüche hinterher, dann wird sie davon sicher nicht besonders angetörnt. Aber ein Mann muss nicht zwangsweise ein optischer Hochgenuss oder ein Superathlet sein, um attraktiv auf die Frau zu wirken. Frauen, unterentwickelte Teenies mal ausgenommen, entscheiden sich in 99 von 100 Fällen für den selbstsicheren und souveränen Mann mit optisch-ästhetischen Abstrichen, aber gegen den unsicheren und schüchternen Superathlet ohne jedes Selbstwertgefühl. Also nochmal, einer Frau sind deine fundamentalen Qualitäten um ein Vielfaches wichtiger als dein Äußeres und sie fühlt sich dann von dir angetörnt, wenn sie dich antörnt und du ihr die genannten Qualitäten bieten kannst. Frauen fühlen sich dann wertgeschätzt, wenn sie von Männern als schön und reizvoll wahrgenommen werden. Auch wenn sie es oftmals nicht zugeben. Das Kompliment eines Mannes über ihr Äußeres, zum Beispiel ihre schönen Augen, ihr schickes Kleid, ihr anmutiger Gang oder ihre hübsche Frisur, hat für sie einen höheren Wert als ein Kompliment über ihre Loyalität oder über ihren Charakter im Allgemeinen. Wenn du also eine Frau irgendwo entspannt und einigermaßen stilvoll ansprichst, dann wird sie sich immer, und ich meine in 100 von 100 Fällen, geschmeichelt fühlen, weil sie weiß, dass du sie nur angesprochen hast, weil du sie optisch attraktiv findest. Sie wird sich geschmeichelt fühlen und sie wird dir automatisch einen hohen Wert zumessen, weil du es getan hast. Unabhängig davon, ob du mit einer Surferfigur daherkommst oder eher Durchschnitt bist.